E-W-I-N-S-I-D-E. Carsten! So, Herr Schwarz, setzen Sie sich bitte. Setzen Sie sich, kommen Sie ruhig rein. Guten Tag. Sie sind ich ja saß eben schon. Als Herr Schwarz, bitte. Das können Sie mir jetzt nicht erzählen. Das hätte ich hier nicht aufgenommen, Herr Schwarz. Wir sind ein vernünftig und wissenschaftliches Fachunternehmen hier. Herr Schwarz, heute möchten wir Ihren Intelligenzquotienten noch ein weiteres Mal testen. Wir werden Ihnen ein paar Fragen aus der deutschen Popkultur stellen, aus dem Spektrum Online-Media. Und wir werden uns heute auf eine Online-Media-Persönlichkeit hier beschränken, Herr Schwarz. Und ich möchte hoffen, dass Ihr Allgemeinwissen auf jeden Fall in diesem Spektrumsfeld dementsprechend hoch ist, Herr Schwarz, ja? Gut, beginnen wir mit dem Test, bin ich ein Bibinator? Wie ist Bibis vollständiger Name? Barbara, sie heißt wirklich Bibi, Bianca. Bianca. Bianca, Herr Schwarz, sehr gut. Wie lautet Ihr Nachname? Müllershausen. Woher soll ich das wissen? Herr Schwarz, bitte lassen Sie mich ausreden! Müllershausen, Herr Litschke, Heinecke, Rosemann oder Klaassen? Heinecke. Heinecke, okay, gut. Herr Schwarz, Heinecke ist auch übrigens ein Bier, also nicht, wenn Sie das verwechseln. Sind Sie sich sicher Ach, mit der was? Antwort? Herr Schwarz, erzählen Sie mir auch ganz was Neues. Hat Ihre Freundin die letzte Produktplatzierung für gemacht? Herr Schwarz, dass bitte. Die ganzen 13-Jährigen sich Herr Schwarz, bitte! Wie heißt Ihr Freund, Herr Schwarz? Julian, Hans, Heinrich oder Jakob? Julian. Sind Sie sicher? Ja. Okay, gut. Was für Haustiere haben Sie und Ihr Freund? Leopard, Geckos, Schildkröten, Katzen, Meerschweinchen, Hunde. Ja, woher soll ich das wissen? Herr Schwarz, das ist Allgemeinbildung. Ich bitte was? Sie... Nochmal die Antworten bitte. Schildkröten, Leopard, Geckos, Katzen, Meerschweinchen, Hunde. Keine Ahnung. Meerschweinchen. Sehr gut. Herr Schwarz, bitte. Es ja, kann Ihnen nicht, es darf Ihnen nicht egal sein. Es geht hier um Ihre Zukunft, okay? Wie viel von dieser Art haben Sie? 8, 2, 3, 11 oder 7? Von welcher Art? Ja, von der Art, den Sie gerade vorher genannt haben. In dem Falle von Meerschweinchen. Meerschweinchen habe ich ja. Das 7 dann. Okay, gut. Wie heißen denn zwei von diesen Meerschweinchen? Ey, ist das jetzt dein Ernst? Timbo und Tombo, Pi und Po, Samba und Bessie, Ping Pong, sie haben keinen Namen. Sie haben keinen Namen, kein Pi. Sind Sie sicher, dass es nicht Timbo und Tombo ist? Ich weiß es nicht. Gut, Herr Schwarz, bitte. Wann gründete Bibi einen YouTube-Kanal? 28.11.2012, 13.01.2013, 2.12.2012, 14.05.2012. Herr Schwarz, bitte. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, okay? Ich auch nicht. Wir haben ja eben schon aufgenommen. Herr Schwarz, bitte. Mhm. Antworten Sie. Wollen Sie erstmal kurz Ihren treuen Patienten hier erzählen, was eben passiert ist? Herr Schwarz, tägliche Schwierigkeiten kommen vor. Es reicht mir jetzt, Herr Schwarz, ja? Leck mich. Die letzte Antwort. Die letzte Antwort, sehr gut, okay. Welches war Ihr erstes Video? Die Chubby Bunny Challenge. Die Haare an der Kopfhaut flechten. No Make-up Look. No Make-up Look? Look? Lup, Herr Schwarz. Lup, wie war das Wort? Können Sie es vielleicht nochmal wiederholen? Look. Mit wem war Ihr erstes Video? Mit Ihrem Freund, mit Ihren Eltern, mit all Ihren Freunden, nur Sie alleine? Herr Schwarz, ich bitte Sie, sind Sie... Herr Schwarz, geht's Ihnen gut? Ja, ich hab hier so eine scheiß Ärzteallergie. Ich kann schlechte Herr Schwarz, Ärzte nichts. Herr Schwarz, haben Sie einen Schlaganfall gerade? Kann das sein? Die sprechen ganz komisch, ich verstehe Sie überhaupt nicht mehr. Ja. Nee, mir geht's gut. Können Sie mal ganz was lachen, können Herr Schwarz? Ja, bitte schön, Herr Schwarz. Danke. Können Sie mal ganz was lachen, damit ich feststellen kann, ob es Ihnen gut geht? Ja, klingt eindeutig nach Schlaganfall. Machen wir weiter. Ja, absolut. Oh ja, Rewe. So weiter geht's. Gut, Herr Schwarz, mit wem war denn Ihr erstes Video? Ja, No Make-up. Okay, dann logge ich das ein. Mit wem war Ihr erstes Video No Make-up Look? Perfekt. Gut. Achso. Das war eine neue Frage, die haben Sie mir gar nicht vorher vorgelesen. Doch, Herr Schwarz, die habe ich vorgelesen. Sie haben nur keine Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass ich Sie wirklich. Ich genieße, danke, dass Sie so unnötig sind. Herr Schwarz, ich glaube, ich muss Ihnen eine Menge Ritalin verschreiben, damit Sie mal wenig Ihr ADS-Problem hier in den Griff bekommen. Ich verschreibe Ihnen Einlauf. Herr Schwarz, Sie sind kein Arzt, so wie ich. Mit wem war Ihr erstes Video? Mit Ihrem Freund, mit Ihren Eltern, mit all Ihren Freunden, mit ihr alleine? Hat die Freunde? Herr Schwarz, bitte. Mit Ihren Eltern? Nee, mit Ihrem Freund. Ja, machen wir das. Welche Haarfarbe hat Bibi momentan am 18.10.2015? Türkis, braun, lila, pink oder blond? Wo zum Fick soll ich wissen, was sie für ein Frise für 2015 hatte? Herr Schwarz, das sind Sachen, die man in der Popkultur wirklich nachvollzieht, okay?
Das sind Dinge, die, wo man auf dem neuesten Stand bleibt. Ja, also, gut. Türkis hatte die. Türkis, sehr gut. Okay, Herr Schwarze, kommt zur Auswertung. Du kennst Bibi. Da ist aber noch viel Luft nach oben hin. Ja, 3 von 10 Aufgaben, Herr Schwarz. Das ist lächerlich, das Ergebnis. Wirklich. Wenn Sie ein anständiger Bibinator werden wollen, Herr Schwarz, ja? Dann müssen Sie sich wirklich anstrengen. Deshalb habe ich hier noch einen zweiten Test für Sie vorbereitet, den Sie noch nicht kennen, Herr Schwarz. Okay, das ist ganz wichtig. Sie kennen diesen Test nicht und es hat vorher keine Aufgabe gegeben oder Aufnahme mit diesem Test. Okay, Herr Schwarz? Also, Herr Schwarz, wer ist Bibi? Moderatorin, Tänzerin, Sängerin oder YouTuber oder Model? YouTuberin. YouTuber, da steht aber YouTuber. Geht das auch? Ja, schön, cool Story, Bro. Okay, wie alt ist Bibi ungefähr? 20 bis 25, was weiß ich? 20 bis 25. Herr Schwarz, bitte nicht 20 so bis 25. Herr Schwarz, wenn Sie mit diesem aggressiven Unterton aufhören könnten, dann würden wir wirklich schnellere Ergebnisse... 20 bis 25, Bibi. Sehr gut, Herr Schwarz. Wie heißt Ihr Kanal? Bibis Beauty World, Bibis Fashion World, Bibi Beauty Palace, Bibis Beauty Palace, Bibis Beauty Palace. Wieso haben Sie dreimal die falsche, die gleiche Antwort zum Schluss vorgelesen und zum Schluss gelispelt? Herr Schwarz, das stimmt nicht. Nennen Sie mir jetzt bitte eine Antwort. Sagen Sie 1 bis 5. Bibis Beauty Palace heißt der Kanal. Okay, Bibis Beauty Place. Wie heißt Bibi wirklich? Ja, Bianca H., Bibi L., Alina, Herr Schwarz, bitte, wenn Sie jetzt hier ernsthafte Ergebnisse... Also, Herr Schwarz, ich bitte Sie. Oh, Herr Schwarz, da war wieder Schlaganfall. Ich glaube, das müssen wir später nochmal behandeln. Wie heißt Bibi wirklich? Bianca H., Bibi L., Alina Bianca H., Bianca M., Beate H. Beate H. Gut. Wie heißt Ihr Freund? Yannick, Timo, Yannick, Leon, Julian, Montana Black 88. Julian. Okay. Bibis Haarfarbe ist dunkel, blond, braun, Montana Black 88, grau. Was soll denn das heißen, Montana Black 88, grau? Ja. Willst du auf irgendein Rentneralter anspielen, oder? Nee, tut mir leid, es war, glaube ich, Montana Black 88, braun, oder? Hatten wir nicht eben so eine Frage schon? Herr Schwarz, das ist das gleiche Test wie eben. Ich glaube, Sie leiden auch noch an Alzheimer das zugleich. blond hat die Old. Okay. Wie heißt der Kanal Ihres Freundes? Andreas Co., Jan TV, Bibis Freund Alex, Leon Co., Julienko. Julienko. Sind Sie sich sicher, dass es nicht Bibis Freund Alex ist? Ja, fast, ja. Wir können mal ganz kurz gucken, was sich unter dem Suchergebnis Bibis Freund Alex hier verbirgt. Ich schaue mal ganz kurz hier auf YouTube, ob es da einen Kanal gibt. Während der Arbeitszeit am PC rumformuliert. Herr Schwarz, bitteschön. Ich bin Arzt, okay? Mhm. Bibis Freund Alex, da finden wir nichts. Sehr gut. Okay, Herr Schwarz, machen wir weiter. Wie viele Abonnenten hat Bibi? Über 1 Million, über 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, über 2 Millionen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Über 2 Millionen. Wo wohnt Bibi? London, Köln, Dresden, Düsseldorf, Berlin, Montana Black 88. Düsseldorf. Mit wem wohnt Bibi zusammen? Mit ihrem Freund Julia, mit ihrem Opa, mit ihren Eltern, mit ihrem Freund Alex? Mit ihrem Freund Julian. Wie viele Haustiere hat Bibis Beauty Palace? Ja? Oh, Mann, ey. Ja, weiter. 2, 7, 14 oder 100? 100. Herr Schwarz, hat Bibi Kinder? Anfang 2015. Nein. Ja, eine Tochter, ja, eine Adoptivtochter, ja, 2 Stück, ja, Zwillinge, nein. Nein. Herr Schwarz, ich habe Ihnen irgendwas dazu gesagt, ne? Von wem ist Bibis Beauty Palace die Mutter? Von dir. Richtig, genau, also genau. Zwillinge. So. Hat Bibi einen Sprachfehler? Ja, sehr heftig. Ja, weil sie Polin ist, Alter. Apeshit Racism hier. Sehr heftig, sagen Sie? Ja, ganz schlimm, okay. Sprachfehler. Bibis Zähne sind weiß und gerade, mit Zahnspange. Keine Ahnung. Hässlich und schief und gelb. Keine Ahnung. Wissen Sie nicht, Herr Schwarz? Was? Wissen Sie nicht? Die Verbindung war hier so schlecht. Herr Schwarz, Sie wissen nicht, wie Bibis Zähne sind? Nein, ich habe der noch nie in den Mund geguckt, zufälligerweise. Okay. Herr Schwarz, Bibi macht 10 Faktenvideos, schlechte Videos, 10 Artenvideos, 10 Dinge-Videos. Genau so eine Videos, wie Sie sie auch machen, schlechte Videos. Herr Schwarz, bitte, ich bin Wissenschaftler, okay? Hören Sie auf damit. Letzte Frage. Bibi ist als Beruf Montana Black 88, YouTuber, Fachangestellte, Drogeriefachhilfe, Apple-Verkäufer, Hotelfachkraft. Hotelfachkraft. Herr Schwarz, sind Sie bereit für das Ergebnis? Ja, bin ich. Okay, gut, Herr Schwarz. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Minuten Zeit, dann müsst ihr jetzt noch 10 Minuten sprechen. Machen wir aber jetzt nicht, Herr Schwarz. Und zwar, du bist kein Bibinator, aber du kennst sie oder hast nur geraten. 5 von 15 Aufgaben, Herr Schwarz. Ein schlechteres Ergebnis, als sie vorher erzielt haben. Herr Schwarz, wenn ich ganz kurz ehrlich zu Ihnen sein kann, habe ich mitunter das Gefühl, dass Sie wirklich eine geistige Einschränkung haben. Es ist aber nicht schlimm, Herr Schwarz, denn wir können nächste Woche gerne ins nächste Programm einsteigen. Wie gut kennen Sie die Lochis? Sind Sie ein echtes Löwenkind oder bist du ein echter Bibinator? Herr Schwarz, ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Ne?
War doch schön, oder? Nichts zu sagen. Ja, ganz schön. Sehr gut, Leute. Wenn ihr Bock auf weitere Videos mit Monte, lasst auf jeden Fall 100.000 Daumen nach oben da. Falls nicht, dann mache ich nie wieder was mit dem. Und immer intelligent, das zum Schluss zu sagen, wo alle absolut schon abgeschaltet haben. Herr Schwarz, bitte, okay? Ich schneide das vor das Intro. Alles in Ordnung. Herr Schwarz. Ja, und checkt auf jeden Fall Monte aus. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und mehrfach hier im Video eingeblendet, weil er sonst wieder rumholt, dass er keine Abos bekommt. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.